Moin Moin, grüß euch, hier wieder der Olli zu einem neuen Tutorial Fliegen im Winter. Ja, das Wetter hat uns fest im Griff, es sind Minustemperaturen. Der ein oder andere legt eine Winterpause ein, aber die anderen sagen sich doch, oh, ich würde gern fliegen gehen. Wie kann ich am besten mich davor schützen, Kälte etc. pp. Gehen das auch andere? Gibt es auch andere Verrückte? Ja, die gibt es. Für mich gibt es nämlich gar keine Pause. Und was ich bei diesen Wettertouren beachte, das zeige ich euch jetzt und helfe euch so ein bisschen. Viel Spaß beim Zuschauen. Ja, das, was ich euch schon gezeigt habe, hier oben verlinke ich es auch nochmal, das Tutorial, die Lipos vorzuwärmen. Nichts ist unabdinglich, um die Lipos halt vorher unbedingt auf Temperatur zu bekommen. Guckt euch das Tutorial an, das hilft euch da eine Menge weiter. Aber was ihr noch beachten solltet, ist, ihr müsst auf jeden Fall eure Geräte vorwärmen oder an einer Wärmeerhaltung beteiligen. Das heißt, eure Fernbedienung, eure Brille, alles das, was ihr draußen im Einsatz habt, packt am besten in den Rucksack rein. Packt den Rucksack nicht direkt auf den Boden, sondern vielleicht auf den Tisch oder sowas, wenn ihr einen dabei habt, und wickelt eine Decke drum, sodass auch die Akkus in der Fernbedienung möglichst lange auch ihre Kapazität halten. Wer nichts ist, die Kälte ist, die zieht rein und macht euch halt auch da die Akkus, die leistungsfähig nach unten. Aber auf jeden Fall auch die Brille, die ganze Elektronik, die da drin ist. Ne? Schütze vor der Kälte, wie gesagt, ab in den Rucksack, wenn ihr eine Flugpause macht und um euch aktiv zu wärmen, wozu wir gleich noch kommen. Packt eine Decke drumherum, damit das halt nicht auskühlt. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr unterwegs seid wie ich, eine dicke Jacke, einen Parker, einen dicken Winterparker habe ich mir geholt. Perfekt, hier drin friere ich überhaupt nicht, schön gefüttert. Womit ich das Ganze noch aktiv erwärmen kann, das sind solche Heizpads. Damit könnt ihr einmal die Akkus vorheizen und mit dem USB-Kabel könnt ihr dann auch eure Jacke warm halten. Ne? Packt sie einfach in die Jacke rein, haltet sie warm. Eine Mütze auf jeden Fall nicht vergessen. Und was ich noch empfehlen kann, ist so eine Sturmhaube, die ich mir dann überziehen kann, dass die Augen halt frei bleiben, aber dass es so ein bisschen vorm Schutz ist. Ne? Dass ihr da euch aktiv wärmt und auf jeden Fall auch warm bleibt, dass ihr nicht auskühlt. Das, was ich unbedingt empfehlen kann, ein Must-Have unter den ganzen Gimmicks oder Gadgets ist es, USB-Fußwärmer. Nichtsdestotrotz, kalte Füße zu haben, ist das Beschissenste, was es gibt. Und die Kälte steigt nach oben hoch und ihr friert sofort. Ich habe diese mir letztes Jahr geholt, wo wir diese minus 20 Grad hatten, da war ich auch fliegen. Und ich muss sagen, USB, dann die Kabel durch die Beine nach unten gelegt, lange Unterhose drunter auf jeden Fall, dann die USB-Bank dran an die Fußwärme und ich kann euch nur sagen, die Füße sind so warm und das hält ein paar Stunden durch. Ich kann nur sagen, must have. Was unheimlich wichtig ist, ist natürlich die aktive Wärmezufuhr. Das heißt, ihr nehmt einen Tee mit, einen Kaffee mit Zucker dabei. Auf gar keinen Fall Glühwein oder alkoholische Getränke. Hier erfahrt ihr erstmal, klar, mir ist warm, aber irgendwann kühlt ihr mit der Zeit ziemlich schnell aus. Ich sage mal, ich nehme mal so einen Tee mit, so einen Früchtetee und tue Zucker rein, weil wenn ihr anfangt zu frieren, verbrennt ihr halt. Und Zucker ist danach, also sozusagen der Energiebringer für die Muskulatur. Und somit kompensiert ihr das Ganze, dass ihr weniger schnell friert. Also wie gesagt, warme Getränke mitnehmen, ihr seht es ja auch hier, könnt ihr eine Wärmflasche mitnehmen, das Ganze vielleicht oder das Ganze in eine Thermoskanne mit der Wärmflasche noch mal ein bisschen drumherum von außen, dass es ein bisschen aktiv wärmt, aber ansonsten ganz, ganz wichtig, warme Getränke mitzunehmen. Ja, bei der aktiven Wärme seht ihr jetzt hier auch nochmal ein Must-Have für die, die noch ein paar Euros über haben, ich werde sie mir wahrscheinlich auch nochmal zulegen, eine USB-Heizweste. Kann ich nur empfehlen, der Kollege, der sie trägt, der Holger, sagt, ihn beneiden alle. Kann ich auch nur empfehlen, wie gesagt, schön drunter ziehen, habt dann noch mal eine aktive Wärmung, könnt einen USB-Bank anschließen und könnt euch halt noch mal aktiv wärmen. Also ich sage auch nur Must-Have, auf jeden Fall richtig geil. Ja, da scheinen sich so ein bisschen die Geister, wie es gerne jeder möchte. Der eine sagt, okay, ich kann mit Handschuhen fliegen, ich kann ohne Handschuh fliegen. Gibt noch so ein Mittelding, so mit Fingerlingen, dass vorne die Zehen und die Daumen bzw. die Kuppen halt frei sind. Das seht ihr jetzt hier. Das müsst ihr selber gucken, wie ihr es für euch am besten hinbekommt. Ne? Vielleicht fliegt er mit Handschuhen, probiert zwar mit etwas dünneren Handschuhen oder schneidet sie ab. Ich fliege immer ohne Handschuhe, habe dann hinterher aber sehr warme Handschuhe mit, damit ich mich gleich hinterher wärmen kann. Probiert es aus. Sind hier ein paar Tricks, die ihr vielleicht anwenden könnt. Ja, natürlich das Must-Have. Ein Wärmeerhaltungsbag für die Fernbedienung und für die Hände. Hier seht ihr es, der Dido und der Kai haben so ein Ding und ich muss wirklich sagen,
Ja, es sieht etwas komisch aus, aber die beiden sind super zufrieden damit. Ne? Du hast drin eine schöne Wärmeerhaltung, kannst du entweder auch aktiv mit den Heizpads von den Platten, die ich vorhin vorgestellt habe, wärmen. Aber da drin ist halt die Fernbedienung und auch eure Hände und Finger vor Kälte geschützt. Must have, wer noch mal ein paar Euros über hat, die beiden sind super zufrieden damit. Ja, es kann ja doch mal sein, dass wir doch im Schnee landen müssen oder irgendwo eine Pfütze ist oder so, gerade wenn so dieses Tauwetter einsetzt. Ich benutze Plastik 70, um so ein bisschen die Kontakte von den Seiten der Kopter halt zu schützen. Es gibt auch das Coating. Hier würde ich oben auf den Levin verweisen, auf seine Seite bzw. auf diesen Link. Dort erklärt er ganz gut, wie das Coating funktioniert. Ich selber habe es noch nicht ausprobiert. Benutze Plastik 70. Wie gesagt, ein paar Alternativen, doch wenn man irgendwo landen muss, wo es halt doch etwas feuchter ist, damit man die Seiten oder auch den Kopter halt schützt, must have. Ja, das war's schon. Ich hoffe, es hat euch so ein bisschen gefallen. Ich bedanke mich bei meinen drei super Flugkollegen, Holger, Kai und Dido. Ich habe unten auch nochmal von den dreien die Kanäle freigeschaltet und habe sie euch unten gezeigt. Lasst gerne ein Abo da. Wir haben alle einen anderen Flugstil, aber es ist immer sehr schön, allen zuzuschauen. Von daher, ich fliege mit den dreien echt gerne. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, es konnte euch so ein bisschen weiterhelfen, doch so ein paar Anregungen zu bekommen, bei kaltem Wetter zu fliegen. Wie gesagt, für mich gibt es keine Pause, gerade bei diesem schönen Wetter. Guckt euch das an, der Himmel, die Sonne, der Schnee, der Glitzer, das macht doch gerade erst eine schöne Aufnahme aus. Wie gesagt, wenn man so ein paar Sachen beachtet, macht das Fliegen bei dieser Kälte einfach auch Spaß und man kann halt auch länger fliegen. Ja, wenn es euch gefallen hat, gerne unten einen Kommentar da lassen. Daumen nach oben, vergesst die Glocke nicht für das nächste Tutorial, was kommen wird. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dem Wetter, auf schöne, tolle Aufnahmen und wir sehen uns. Grüß dich, Olli, bis dann, ciao.